Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung vom Gewächshausstudio. Gestern mein Video über Teas hat ganz, ganz viele Fragen verursacht. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, aber ich dachte, ich beantworte ein paar von denen heute hier. Man sieht durch die Krise, die Friseursituation erreicht echt schlimme Proportionen jetzt. Hoffentlich kann ich mich in den kommenden Wochen drum kümmern. Ansonsten ein Heimversuch. Aber erstmal Teefragen mit einem Tee. Teehöhe ist tatsächlich schwierig. Eigentlich müsste man so hoch auftieren, wie man kann beim Driver. Weil man will den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen und wenn man das tatsächlich tun würde, würde es gar keine Rolle spielen, tatsächlich wie hoch es tatsächlich ist, das Tee. Aber wenn Sie das nicht tun und schlagen in der Abwärtsbewegung, dann haben Sie ein Problem, weil Sie glauben dann, dass die Teehöhe für Sie ein Riesenproblem ist. Und tatsächlich ist es eigentlich andersrum. Es ist Ihr Eintreffwinkel, was das Problem ist und nicht die Teehöhe. Es kommt darauf an natürlich, wie viel Energie Sie in eine Korrektur reinlegen wollen, aber eigentlich mit Driver so hoch wie Sie können und dann in der Aufwärtsbewegung. Tees mit Ausrichtungshilfe habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich gesehen. Ich weiß, dass es sie früher gab und so. Die sind verboten. Insofern nein. Und übrigens, man kann auch die Linie auf dem Ball nutzen. Insofern, warum will man das mit dem Tee haben? Das wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht so ein riesenlangen Ding, wo die Schwungrichtung gezeigt wird oder so. Aber sind eh verboten. Ja, das sehe ich häufig. Und im Winter mit diesen Gummidingern, die durch die Gegend fliegen, ist es wahrscheinlich sinnvoll, weil die kosten natürlich ein bisschen. Aber zwei Tees deswegen zusammenzubinden, so dass man nicht so häufig Tees kaufen muss, die sind, glaube ich, nicht so teuer, oder? Was? Warum? Tees mit Bürsten. Ja, die sind auch ganz beliebt. Ich glaube deswegen, weil sie wahrscheinlich widerstandsfähig sind. Und diese Robustheit bedeutet, dass man nicht so häufig Tees wechseln muss oder kaufen muss oder so. Wenn man glaubt, das bringt einen irgendwas, da irrt man sich. Das ist nicht erlaubt. Gibt es sowas? Ja, also solche Leute sollen auch Diätpillen kaufen und meinen Online-Kurs auch noch. Das hilft auch für alles. Nee, Leute, ist es nämlich so, dass unter den Golfregeln es ist verboten, dass das Tee irgendeine Hilfe hat, gibt, macht. Das geht einfach nicht. So in dem Moment, wenn Tees tatsächlich irgendwas bringen würden, wären sie verboten und dann gäbe es sie nicht. Insofern gibt es Geld auch für irgendwas anders. Ja. Wenn man wirklich nichts zu tun hat, warum nicht? Ja, wenn es sein muss. Aber ich habe was zu tun. Selbst wenn es einfach diese blödsinnigen Videos von mir gucken, das würde ich machen, bevor ich Tees selber bastle. So, das war's an Fragen. Oh, Gott sei Dank.